Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Eldaria. Ja, dass die letzte Episode rausgekommen ist, ist nun schon ein bisschen her. Es sind tatsächlich schon 50 Tage, dass Episode 4 rausgekommen ist. 50? Aber na gut, wir hatten ein schönes Halloween-Event. Für meine Verhältnisse fand ich es zumindest sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe sogar relativ viel gefunden und habe sogar mein kleines Traumoutfit zusammengebastelt und... Warum erzähle ich das alles? Egal, back to topic. Wir haben herausgefunden, dass wir scheinbar eine Fairy sind oder zumindest eine Mischung aus Mensch und Fairy. Und wir haben ein schönes Zimmer zugeordnet bekommen. Okay, schön ist relativ. Es sieht ziemlich aus wie eine Gefängniszelle. Aber ich denke mal, da wird sich noch was machen lassen. Ich wollte eigentlich nicht an dieser Stelle aufnehmen, sondern ich wollte eigentlich erst den Startbildschirm zeigen mit dieser Ankündigung, was da halt steht. Um es mal so grob zu umreißen, wir werden in dieser Episode die erste Mission absolvieren. Und ich hoffe mal, dass wir uns dafür auch einen Jungen aussuchen dürfen. Und jetzt bin ich erstmal gespannt, was hier mit diesem Zimmer passiert, denn so können wir definitiv nicht wohnen. Fangen wir also einfach mal an mit Episode 5. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Unsere erste Mission, nennen wir sie einfach mal so. Moment mal, ich kann ja kurz mal nachschauen. Der erste Auftrag. Ich war nah dran. Soeben hatte ich erfahren, dass ich statt eines Menschen ein Fairywesen war. Diese Neuigkeit hatte mich natürlich ganz schön aus der Fassung gebracht. Doch als ich mein Zimmer betrat, war das Fass übergelaufen. Das hat sie schön gesagt. Oh Gott, das kann nicht euer Ernst sein. Hier kann ich doch unmöglich schlafen. Wieso denn nicht? Du hast doch einen Laken und ein kaputtes... Ach, das ist mir im letzten Mal gar nicht aufgefallen, dass das Lattenrost so kaputt ist. Oh, schön. Bitte, Jamon, tu doch was. Miiko gesagt, geb ein Zimmer. Du hab ein Zimmer. Jamon, mehr nicht tun. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Ich komme gerade erst aus der Zelle. Ich verlor allen Mut. Und diesen Oger interessierte es gar nicht. Wenn andere Zimmer wollen, Miiko fragen. Sie wird mir niemals zuhören. Valkyria nicht mutig. Wenn es darum geht, Miiko die Stirn zu bieten, nicht wirklich. Okay, ich gehe schon. Danke trotzdem. Tja, dann gehen wir doch mal zu der lieben Miiko. Ich meine, wir sind ja gerade erst hier aus dem Labor der Alchemie gekommen. Vielleicht ist sie da ja noch. Mäp. Schade. Arbeit kann sie nicht sein. Mäp. Dann ist sie doch wieder da, wo sie sonst immer ist. Im Kristallsaal. Ah, okay. Ah, super. Sie ist nicht da. Toll. Hey, was hast du im Kristallsaal gemacht? Ich habe Miiko gesucht. Hast du sie gesehen? Ja, sie ist gerade weggegangen. Oh, Mist. Warum wolltest du sie denn sehen? Ich habe ihr ein Anliegen vorzubringen. Ein Anliegen? Was denn für ein Anliegen? Du weißt ja, sie haben mir ein Zimmer zugewiesen. Ah, und wie ist es? Heruntergekommen. Das ist kompliziert. Es gefällt mir nicht. Es ist heruntergekommen. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Lass mal sehen. Die Wände sind brüchig, der Boden ist dreckig und ich habe nicht mal eine Matratze. Du übertreibst. Nein, wirklich. Komm und sieh es dir selbst an, wenn du mir nicht glaubst. Das glaube ich auch. Ich führte sie zu meinem Zimmer, damit sie sich vom Ausmaß der Katastrophe selbst überzeugen konnte. Stimmt. Es ist, heruntergekommen. Also, auf den ersten Blick hin fehlen mir wirklich die Worte. Ach was. Jetzt verstehe ich, warum du Miiko sprechen willst. Aber selbst wenn ich es hinbekomme, dir einen Termin bei Miiko zu organisieren... Um Miiko zu sprechen, braucht man jetzt einen Termin? Was? Ich glaube kaum, dass sie dir Gehör schenken wird. Ich werde es trotzdem versuchen. Viel Erfolg. Danke, Ika.
Sehr nett von dir. Ah, da ist Miiko. Weißt du, Leifton, was diese Geschichte angeht, bin ich etwas perplex. Ich auch. Wer hätte dies für möglich gehalten? Ich. Oh, schau mal, wir haben Besuch. Was willst du, Valkyria? Also... Schnell, schnell, wir unterhalten uns doch gerade. Also, ganz ehrlich, da kann ich unmöglich schlafen. Es gibt nicht einmal eine Matratze. Du wolltest ein Zimmer und jetzt hast du eins, oder? Jamon schläft auch ganz wunderbar und er hat auch keine Matratze. Ich erinnere dich daran, dass ich deine Anwesenheit hier zwar hinnehme, mich aber nicht um dich kümmern muss. Sie bedeutete mir, mit einer raschen Handbewegung zu verschwinden. Halleluja! Ika hatte recht. Was ist das nur für eine Welt? Ich bin allein, ich habe nicht einmal eine Matratze zum Schlafen. Oh, mir reicht es langsam. Was reicht dir langsam? Oh. Leifton, du bist's. Bist du fertig mit Miiko? Ja, kann man so sagen. Also, was reicht dir so langsam? Einfach alles. Ich habe hier niemanden und man gibt mir ein Zimmer, das noch schlimmer ist als eine Gefängniszelle. Naja, schlimmer, ich weiß nicht. Vielleicht so auf einem Level. Aber schlimmer? Verlier nicht den Mut. Wenn ich du wäre, würde ich Miiko nicht allein gegenübertreten. Als er das sagte, legte er mir eine Hand auf die Schulter. Ehrlich? Ja, wenn du nicht allein vor ihr stehst, hat sie größere Skrupel, dein Anliegen abzulehnen. Ah, verstehe, okay. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Ich dachte, du hilfst mir hier. Das sah so aus wie, Mensch, ich leg dir meine Hand auf die Schulter und dann gehen wir zusammen zu ihr. Aber nein! Danke. Danke für was? Dass er nicht mitkommt? Dass er dich hier alleine stehen lässt? Das ist ja echt der Knaller. Na sowas! Man könnte meinen, das Fräulein sei genervt. Ein bisschen, ja. Wieso das denn? Miiko hat mir ein Zimmer zugewiesen. Das ist wirklich nicht lieb von ihr. Was für ein gemeines Mädchen. Ezra. Was? Nichts. Lass gut sein. Immer so empfindlich. Was hast du für ein Problem mit deinem Zimmer? Es ist ganz schmutzig und verfallen. Ich habe nicht einmal eine Matratze. Ich verstehe nicht, inwiefern mich das was angeht. Reizend wie immer. Wärst du denn glücklich damit, in einem solchen Holzbett zu schlafen? Och, das wird mich nicht weiter stören. Ich habe eine Tonne an Anti-Schmerztränken auf Lager. Du Arschloch. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Allerdings gibt es dabei eine Sache, die mich dann doch stört. Ah, und das wäre? Der Gedanke daran, dass du jeden Morgen nörgelst, weil das Fräulein schlecht geschlafen hat und ihr empfindlicher Rücken wehtut. Jetzt, wo du es sagst, ich würde mir wahrscheinlich dauernd Schmerzmittel besorgen müssen. Na gut, sag mir Bescheid, wenn du mit Miiko sprechen wirst. In Ordnung. Was, du willst mir helfen? Ich wäre dein liebster Kunde. Ich würde jeden Tag zu dir kommen und Schmerztränke haben wollen. Oh, Ika, da bist du ja wieder. Also, hast du ein anderes Zimmer bekommen? Nein, Miiko wollte mir nicht einmal zuhören. Ah, um ehrlich zu sein, dachte ich mir schon so etwas. Ich mag Miiko zwar, aber... Aber wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bringt man sie davon auch nicht so schnell wieder ab. Du solltest am besten mehrere Mitglieder der Lichtgarde darum bitten, dir dabei zu helfen, sie zu überzeugen. Ja, Leifton hat mir dasselbe geraten. Leifton weiß echt, wie man mit Miiko umspringen muss. Er scheint in jedem Fall ein guter Beobachter zu sein. Das ist er. Aber er ist auch sehr hilfsbereit und sehr kultiviert. Ich rede sehr gern mit ihm. Du scheinst ihn wirklich sehr gern zu haben. Ja, außerdem ist er ein ganz hübscher Kerl. Wie bitte? Was? Findest du ihn etwa nicht süß?
Dazu habe ich noch gar keine Meinung. Er ist wirklich süß. Er ist nicht wirklich mein Geschmack. Also... So vom Äußeren her ist er einfach nicht mein Geschmack. Also... Stimmt, du hast doch nicht viel Zeit mit ihm verbracht. Wir reden ganz schön Quatsch, oder? Ein bisschen, ja. Entschuldige, manchmal sprudelt es einfach so aus mir heraus. Oh, nicht schlimm. Das macht dich sympathisch. Also, um zum Krylas mitzukommen, möchtest du, dass ich dir den Rücken stärke? Um zum Krylas mitzukommen? Ach so. Quasi, um auf den Punkt zu kommen. Okay. Verstehe. Wenn es dir nichts ausmacht? Wenn ich es dir anbiete, dann, weil es mich nicht stört. Okay, ja. Dann würde ich dein Angebot annehmen. Yay, jetzt haben wir schon zwei Leute. Hey, du. Hey. Na, hast du dein Zimmer schon gesehen? Wie ist es eingerichtet? Hast du ein paar Bücher? Und was zu essen? Und sie hörte nicht auf zu quasseln. Da steht nicht wirklich viel drin. Wie meinst du, da ist nicht viel? Ich habe keine Bücher, kein Essen, keine Matratze. Was? Du hast nicht einmal eine Matratze? Du scheinst noch schockierter zu sein als ich. Das ist aber nicht sehr nett, dich in so ein Zimmer zu stecken. Das finde ich auch. Wirst du mit Miiko darüber sprechen? Das geht nämlich wirklich nicht, dass sie dich in so einer Situation allein lässt. Das habe ich schon, aber sie wollte davon nichts hören. Deswegen habe ich auf den Rat von Liften hin versucht, so viele Leute wie möglich zu meiner Unterstützung zusammenzutrommeln. Eine wirklich gute Idee. Okay, ich musste nicht einmal Überzeugungsarbeit leisten. Sie ist wirklich lieb. Aber ich muss wirklich sagen, dass ihre enorm großen Brüste mich teilweise echt ablenken. Ah, Valkyria, was machst du denn hier? Bist du nicht in deinem Zimmer? Nein, und ich glaube auch nicht, dass ich so schnell dahin zurückkehren werde. Ah, wieso das denn? Das Zimmer ist ganz dreckig und ich habe nicht einmal eine Matratze. Oh nein, das hat sie nicht wirklich gewagt. Scheinbar doch. Ich mag Miiko ja wirklich gern. Ich glaube, ich habe Ika gehört. Aber manchmal übertreibt sie wirklich. Sie kann dich doch nicht wirklich in so einem heruntergekommenen Zimmer unterbringen. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu sprechen, aber sie möchte davon nichts hören. Manchmal kann sie ganz schön dickköpfig sein. Aber das darfst du ihr nicht übel nehmen. Sie tut wirklich ihr Bestes, wenn sie nur will. Was willst du also tun? Wo du gerade davon sprichst, ich habe dich genau deswegen gesucht. Wir haben ihn gesucht? Oh? Lefton hat mir vorgeschlagen, dass ich mehrere Gardenmitglieder um ihre Unterstützung bitten sollte. Würdest du mir helfen? Dabei helfen, mit Miiko zu sprechen? Ja. Ich wette, er sagt nein. Oh, du Schisser! Oh, also, ich weiß nicht so recht, weißt du? Bitte. Na gut, das ging ja schnell. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte schon, wir müssen richtig Überzeugungsarbeit leisten. Aber danke. So, wer fehlt jetzt noch? Nevra, Valkyon. Mary wird uns wohl kaum eine Hilfe sein. Jamon sowieso nicht. Habe ich noch jemanden vergessen? Nee, eigentlich doch nur noch Nevra und Valkyon, oder? Ah, Valkyon, da bist du ja. Ich glaube, ich sollte ihn besser direkt um Hilfe bitten. Ich glaube nicht, dass mein Problem ihn sonderlich interessiert. Wo soll ich nur anfangen? Na, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ihn das überhaupt interessiert. Ich meine, bei den anderen konnten wir ja noch so ein bisschen, aber er ist bisher immer so der kühle, abweisende, der noch nicht ganz weiß, inwieweit wir nützlich sein könnten. Und deswegen interessiert sie nicht. Was starrst du mich denn so an? Oh, entschuldige bitte. Nicht so schlimm. Wenn du etwas zu sagen hast, dann spuck's aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es dich überhaupt interessieren würde.
Mach's kurz. Miiko hat mir ein Zimmer mit Bett ohne Matratze gegeben. Deshalb bin ich zu ihr gegangen, aber sie wollte von dem Ganzen nichts hören. Leifton hat mir die Idee ins Ohr gesetzt, dass ihr mir helfen könntet. Da wäre ich also. Würdest du mir helfen? Ich hab doch kurz gesagt. Aber er lächelt, das ist schon mal etwas versöhnlicher. Entschuldige. Weißt du, wenn du dich immer nur auf andere verlässt, dann bringst du es hier nicht besonders weit. Würdest du mir trotzdem bitte helfen? Ja. Eine Matratze ist schließlich unerlässlich, wenn du auf einen erholsamen Schlaf angewiesen bist. Und für den Erfolg deiner Mission musst du unbedingt ausgeruht sein. Es wäre wirklich idiotisch, wenn deine erste Mission allein deswegen misslingt. Danke. Yay! Und jetzt fehlt uns noch Nevra. Nevra. Oh Gott, ich bin gerade hin und her gelaufen. Große Pforte. Ich habe überhaupt keinen Grund, das Hauptquartier zu verlassen. Ach was. Ich sollte besser drin bleiben. Ist mir schon klar, aber wir suchen Nevra. Ja. Also, gefällt dir dein Zimmer? Ich hoffe, sie haben dir ein gemütliches Bett organisiert. Ich bin da etwas wählerisch. Habe ich gerade richtig gehört? Stellt er sich gerade vor, in meinem Bett zu schlafen? Alter Casanova, ey. Du musst dir außerdem Bettwäsche aus Seide zulegen. Baumwolle kann ich überhaupt nicht haben. Die kratzt so. Also ganz ehrlich, du siehst zwar gut aus, aber dich nehme ich bestimmt nicht mit in mein Bett. Um das Bett zu beziehen, bräuchte ich zunächst einmal eine Matratze. Wie meinst du das? Na, ich habe einfach nur ein Bett. Also ein Gestell. Ein Lattenrost? Nein, das ist Gestell, du weißt schon, aus Holz. Das ist ein Lattenrost. Du willst mir also wirklich weismachen, dass Miiko dir ein Zimmer gegeben hat, in dem ein Bett ohne Matratze steht? Habe ich denn bisher nicht die Wahrheit gesagt? Natürlich, warum sollte ich lügen? Ich wünschte, es wäre nicht die Wahrheit. Kann ich verstehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass du dich bereits bei Miiko beschwert hast. Ja, sie hat mich allerdings rausgeschmissen. Ich wollte dich fragen, ob es dir etwas ausmachen würde, mich zu begleiten und mir dabei zu helfen, sie zur Vernunft zu bringen. Warum nicht? Es käme mir schließlich auch gelegen, wenn du ein Bett hast, das seinen Namen verdient. Okay, auch wenn er mir etwas Angst einjagt, will er mir zumindest helfen. Endlich hatte ich alle zusammengetrommelt, um mich Miiko gegenüber zu unterstützen. Und das alles nur für eine Matratze. Ich glaube nicht, dass es bei einer Matratze bleiben wird. Du wirst ja wohl ein komplettes neues Zimmer bekommen, oder? Ah, oh, Miiko. Blöde Kuh, wo bist du? Ich betrat den Saal und machte einen entschlossenen Schritt auf Miiko zu. Miiko, wir müssen uns unterhalten. Was macht ihr denn bitte alle hier? Ah, verstehe schon. Sie sah uns an und schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ihr seid also gekommen, um mit mir über ihr Zimmer zu reden, was? Ja. Okay, ihr drei. Ich habe schon begriffen. Sie hat euch gebeten und ihr seid weich geworden. Ihr? Sie wandte sich an Valkyron, Azeril und Nevra. Was habt ihr denn für einen Grund, diesen idiotischen Komplott zu unterstützen? Und ja, ich durchschaue sehr wohl euer kleines Spielchen. Ich habe keine Lust darauf, dass sie dauernd um Anti-Schmerztränke betteln kommt oder mir die Ohren volljammert. Wir brauchen unsere Rekruten in ihrer besten Form. Sie will mir sonst mein Bett klauen. Was? Das habe ich nie gesagt. Ich tue mal so, als hätte ich nichts gehört, Nevra. Ehrlich, dieses Zimmer ist wirklich unzumutbar. Tut mir leid, aber es war das einzige freie Zimmer. Ich würde vorschlagen, dass du einen der Gardenanführer auswählst, der dir dein Zimmer einrichten soll. Warte, wie meinst du das? Valkyria, da ihnen so sehr daran gelegen ist, dass du es bequem hast, überlasse ich dir die Entscheidung darüber, welcher von den drei dein Zimmer einrichten soll. Ich wiederhole nochmal, sie tragen die Verantwortung für dich. Ich darf frei wählen? Ja, zwischen Nevra, Valkyron und Azeril.
Übertrage die Aufgabe, wem du möchtest. Was? Hey, nein, ich... Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. Ich hörte die Jungs hinter mir murren. Sie schienen mit dieser Entscheidung nicht einverstanden zu sein. Okay, ich muss also einen auswählen, der mein Zimmer einrichtet. Ich frage mich, wie sie es dekorieren werden. Okay, jetzt dürfen wir uns einen aussuchen, aber an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, dass der Junge, der euer Zimmer einrichtet, euch nicht auf die Mission begleiten kann. Klingt logisch, ne? Weil derjenige sich dann ja mit der Einrichtung beschäftigt und euch nicht mit auf die Mission begleiten kann. Deswegen, nehmt auf gar keinen Fall euren Lieblingsjungen, sondern nehmt irgendeinen anderen. Okay. Jetzt entscheide ich mich. Ich will auf jeden Fall die Walkürenroute spielen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden. Das heißt, Walküren fällt schon mal weg. Azrael macht garantiert aus unserem Zimmer einen kleinen Feenpalast. Das möchte ich definitiv nicht. Und Nevra, mir gefällt sein Stil. Ich habe ja schon in einer vorherigen Folge erwähnt, dass ich echt ein großer Anhänger von Schattengarden und generell bei RPGs eher so die dunkle Seite einschlage. Und ich denke, wenn wir Nevra nehmen, dann wird unser Zimmer so düster, aber edel bleiben. Halt wie in so einer typischen Vampir-Villa. Und deswegen nehme ich einfach mal Nevra.